Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich eine Schoko-Nusstorte. Ja, und der Hauptbestandteil sind natürlich die Nüsse und die Schokolade. Klar, Schoko-Nusstorte. Und die Nüsse stehen hinten in meinem Rezeptnamen. Dann ist die Nuss der wichtigste Bestandteil, der Grundbestandteil. Noch am meisten Nüsse in diesem Kuchen drin. Und so hat er wieder einen großen, dicken Boden haben. Habe ich hier, ja, ich glaube 4 Tassen Nüsse, 2 Tassen Mandeln. Eigentlich keine Nüsse, aber in der Küche gebrauchen wir sie als Nüsse. Sind eigentlich sowas wie Erdbeeren, glaube ich, weiß nicht genau. Jedenfalls, hier sind Pekannüsse, richtige Nüsse. Und ich habe das jetzt versucht, möchte jetzt einen ganz einfachen Kuchen machen, der ziemlich schnell gehen soll. Ich habe auch ein paar Gäste, möchte noch ein bisschen Schokoladenkuchen machen. Ich weiß, die mögen das sehr. Nüsse mögen sie auch. Also keine großen Wiesemantenten, einfach die Nüsse so, wie sie sind. Man kann die einweichen, ja. Dann schmecken sie ein bisschen besser, sind ein bisschen besser bekömmlich. Aber so groß, so wichtig ist es auch nicht, ja, würde ich sagen. Jedenfalls könnt ihr die einweichen und trocknen, habt da nochmal eine gesündere Variante. Ich mache heute sehr schnell. Das ist völlig in Ordnung. Ja, da ist nichts Ungesundes dran. Und da habe ich jetzt diesen, die Küchenmaschine mit der wellenförmigen Klinge, die nämlich immer noch wenig Nüsse klein machen will. Und ich gebe erstmal die Macadamia, die Pekannüsse und die Mandeln als erstes rein. Nur die Nüsse, damit der Aufschnitt auch sehr schnell geht. Jetzt schon. Wenn ich jetzt schon das Bindemittel angeben würde, zum Beispiel die Datteln, dann würde das Ganze viel länger dauern. Deshalb nur die Nüsse rein und kurz grob hacken. Einmal im Kreis herumgedreht. Mehr brauche ich hier nicht. Erstmal. Dazu kommen jetzt das Bindemittel, als erstes Bindemittel. Das sind die Datteln, das sind hier ungefähr 15 Stück. Ja. Ich bräuchte vielleicht mehr Datteln, wenn es das einzige Bindemittel wäre. Aber heute ist es nicht mein einziges. Ja. Zu den Datteln kommt noch der Kakao dazu. Das ist eine Schokonusstorte, aber kommt also auch in den Boden, in den Teig, auch schon Kakao. Ich habe hier eine große Nägel genommen. Ja, soll schön schokoladig schmecken. Da könnt ihr wirklich auch ganz frei euch füllen, also auch mehr oder weniger zu nehmen. Die Menge spielt für das Gelingen des Kuchens keine große Rolle. Da geht es hier um den Geschmack. Ich will ein bisschen mehr Schokolade heute in den Teig reintun. Fertig. Der Hauptschokoladenteil kommt nachher in die Füllung oben drauf. Oder in die, soll ich sagen, Glasur. Zweimal gedreht, im Kreis herum. Und jetzt habe ich hier fast schon meinen Boden fertig. Aber ihr seht, der klebt noch nicht so richtig zusammen. Die Datteln tun schon ihr eigenes. Die klebt schon ein bisschen. Ja, also, aber es fällt noch auseinander. Ich müsste jetzt sehr stark drücken. Und ein einfacher Trick, wenn man wenig mixen möchte, man kann zum Beispiel auch den gleichen Teig machen, wenn man mit einem Messer, mit einem Kochmesser, Küchenmesser, mit dem Kochmesser, die Nüsse einfach so häckselt. Ja, so klein wie es geht und dann Datteln dazu kneten. Das geht auch. In der Küchenmaschine ist wirklich eine sehr große Erleichterung. Hier habe ich jetzt das Zaubermittel, was daraus einen besseren Zusammenhalt, was dem Ganzen einen besseren Zusammenhalt gibt. Hier habe ich Kokosnussöl. Da habe ich auch, ja, wie soll ich sagen, ist eine Tasse vielleicht, habe ich da rausgenommen. Aus dem Glas auf den Wasserbad gestellt, seht ihr hier, ein Metallbehälter, Wasser unten drin, Heißwasser unten drin, innerhalb von 10 Minuten ist es flüssig. Ja. Deckel oben drauf, dass die Wärme drin bleibt. Und davon nehme ich jetzt, da nehme ich einen großen Löffel, davon nehme ich jetzt einfach mal ein paar Löffel ab.
Also 6 Löffel oder so. Mal gucken, wie viel da rein muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das reicht. Den Rest nehme ich nachher für meine für die Glasur oben drauf. Lege ich mal dahin. So. Und jetzt nur noch ein paar Umdrehungen mit dem Küchenmaschine und der Boden ist fertig. Mehr brauche ich da gar nicht, glaube ich. Dann kontrollieren wir kurz. Nee, also mit der Küchenmaschine geht das sehr schön schnell, ja. Der hält jetzt zusammen, mach einmal vielleicht noch kurz. Der schiebt sich immer ein bisschen nach oben, der Teich. Beim Prozess, beim Vermahlen. Einmal den Rand nach unten drücken. Aber der ist schon ziemlich, ja, nee, reicht schon. Den mehr brauche ich nicht. Also dieses Kokosöl funktioniert da sehr gut. Ich habe eine 22 oder 23 cm Durchmesserform, ja, eine Springform mit einem Backpapier ausgelegt, damit der Boden nachher sich besser ablösen lässt. Da kann ich nachher die Form zur Seite stellen, den Kuchen so ohne Form auf den Tisch stellen. Ja. Eine andere Unterlage vielleicht, ein Papier runterziehen oder so. Das ist ganz praktisch. Der kommt jetzt hier rein. Und das ist schon der Hauptbestandteil meines Kuchens. Normalerweise ist der Boden des Kuchens ja nur die Unterlage, so klein und unscheinbar sein. Hier, in diesem Kuchen, ist ja genau das Gegenteil. Die Hauptsache. Ja, ein leckerer Nussboden, der Hauptteil des Kuchens. Aber es kommt noch ein sehr schöner, wichtiger Teil drauf. Auch sehr schokoladig. Hier, erstmal nur so grob verteilen, damit überall die gleiche Menge ist, dass es schön und gleich aussieht. Ich guck mal weg. Das kann ich hier auch nicht mehr. Das stört nur. So, lege ich das oben in die richtige Menge überall hin. Und dann kann ich es ein bisschen andrücken. Es soll ja beim Schneiden des Kuchens, wenn ich ein Stück rausschneide nachher und er fertig ist, soll ja das Stück zusammenhalten. Also muss ich ein bisschen andrücken. Ihr habt gerade schon gesehen, das war doch schon recht klebrig. Da brauche ich nicht sehr stark drücken, denn je stärker ich drücke, desto fester wird der Kuchen und ich möchte ihn auch schon locker haben. Also das ist aber bei diesen Zutaten, ja, bei den großen Mengen von Nüssen, eine kleine Menge von Datteln und noch ein bisschen Kokosnussöl dabei, Kakao auch, ist das ganz einfach, der bleibt ja auch zusammen. Ja. Das ist ein sehr einfaches Rezept. Hier, so sieht er aus, mehr brauche ich nicht zu machen. Ist doch schön, ne? Mit so einfachen Mitteln so einen tollen Boden hinzukriegen. Das stelle ich kurz zur Seite. Jetzt kommt mein Mixer. Also ist schon mein Hauptinstrument in der Küche, würde ich sagen. Außer dem großen Messer und dem Schneidebrett ist dieser Mixer wirklich eines der wichtigen Instrumente. So, als erstes für die Glasur obendrauf habe ich mir 30 Datteln vorbereitet. Ich habe die einfach hier entsteint. Das sind diese wunderbar iranischen Datteln, diese persischen Datteln. Die sind ganz, ganz köstlich, sind schön weich und deshalb auch sehr leicht zu verarbeiten. Schönes malziges Aroma. Datteln kommen erstmal da rein mit ein ganz klein bisschen Wasser. Denn ich mache ein Dattelmus daraus, aber ein sehr dickes. Also möglichst wenig Wasser. Ich muss mal gucken, wie viel Wasser ich hier brauche. Wenn es zu viel wird, dann könnte ich nachher Schwierigkeiten kriegen, dass meine Creme nicht richtig fest wird. Also nicht zu viel Wasser. Mal schauen. Da muss noch ein bisschen mehr rein. Seht schon das. Der Mixer greift nicht so richtig. Also die Menge ist schon okay. Aber es sind noch zu, ist noch ein bisschen wenig Wasser. Ja, noch einen kleinen Schluck. Also wirklich vorsichtig dosieren. Immer nur schluckweise dazugeben. Fast da.
Also lieber ein bisschen zu wenig Wasser rein zuerst, ja, als zu viel, weil rausnehmen kann es nicht mehr. So, weiter. Das Mixgut hat er fast ganz erwischt. Es könnte noch ein bisschen mehr Wasser rein, aber das will ich jetzt möglichst vermeiden, denn ich möchte, wie gesagt, so wenig Wasser wie möglich und dafür aber eine feste Creme. Und Dattelcreme alleine schon, ja, ist schon was wirklich Leckeres. Da kann man auch tolle Sachen mitmachen noch, außer diese ganz einfache Glasur für diesen Kuchen. Das kommt dann später in anderen Rezepten noch. Jetzt soll mir das reichen. Es soll ganz einfach sein und schnell gehen ohne großes Schnickschnack. Wie gesagt, hier Dattelcreme. Ihr seht, cremig, schön fest, nicht zu flüssig. Jetzt kommt noch ein Kakao und Vanille. Und Kokosnussöl, das restliche. Das war's. Erstmal der Kakao. Die Vanille. Ich zeige mal den leeren Behälter. Das ist wirklich ein schöner, so ein handgroßer Metallbecher mit Kakao und eine schöne große Menge Vanille. Auch das ist für das Gelingen des Kuchens, denn die entscheiden, wie viel da reinkommt. Der Kakao macht es insgesamt natürlich zu einer schönen festen Creme. Da wird es also auch schön fest. Und die Vanille gibt ihm dann noch einen schönen Geschmack dazu. Und süß, ja, die Dattel, die hat eine schöne Süße mit dem Kakao zusammen. Das wird ein wunderbar schokoladiger Geschmack. Die Vanille, das passt natürlich, brauche ich nicht zu erklären, passt natürlich ganz ausgezeichnet zum Kakao. Das ist perfekt. Und direkt oben drauf tue ich jetzt mein Kokosnussöl. Ich habe ja schon gesehen, das zeige ich euch nochmal. Das soll schon ein bisschen was sein, nicht zu wenig. Sagen wir mal, schon, ja, bleibt vielleicht eine Dreiviertel-Tasse übrig oder so. Damit es auch nachher schön eine feste Glasur wird. Jetzt muss es eigentlich funktionieren. Mal schauen. Hier, damit das Ganze nochmal zusammenfließt und dann noch einmal aufmixen. Das sieht schon sehr gut aus, das gefällt mir. Ich möchte noch einmal ein bisschen cremiger haben. Das sieht aus wie eine tolle Creme. Eine sehr schön schokoladige Creme. Da werden sich meine Gäste mal freuen. So, einmal noch. Das sieht schon fast fertig. Fast kleeblattförmige Muster ergibt in dem Mixgut, dann könnt ihr sicher sein, der Mixer hat perfekt gearbeitet. Ja, das wird einfach hier. Ach, das probieren wir mal. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich denke mir. Brauchen wir gleich zu probieren. Die pure Köstlichkeit. Man kann das natürlich verfeinern, ja. Man kann natürlich noch jetzt eine Schokolade draus machen. Kakaobutter auf diesen Scherzen. Also das ist wirklich, da sind keine Grenzen gesetzt. Das hier ist wirklich ein ganz, ganz einfacher Schokonusskuchen. Und mit auch einfachen Zutaten. Ich meine, das sind alles sehr hochwertige Zutaten. Datteln, ja, sind sehr hochwertig.
sehr mineral- und vitaminhaltig, sehr gesund, sehr nahrhaft. Und der Kakao auch, Rohkostkakao von bester Qualität, alles wunderbare Zutaten, die Nüsse, ja, auch Bio-Nüsse. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist ein wertvoller Kuchen, der, bei dem man keine Sünde begeht, wenn man was Süßes nascht. Ja. Deshalb, die Zutaten machen natürlich einen Hauptteil aus in einer guten Küche. Die glänzende Farbe der Schokocreme, die spricht für sich. Wenn es so schön glänzt, ja, dann könnt ihr sicher sein, ihr habt schon mal einiges richtig gemacht. Ich freue mich jedenfalls, ich muss mal lächeln, wenn ich das sehe. Die sehen sehr schön aus und sind auch sehr schön fest werden. Draußen, ich bin auf dem Balkon, ist ja noch Winter. Da kann man den Balkon als Kühlschrank benutzen. Das finde ich ganz praktisch. So. Na, das mache ich noch den Spatel mal kurz abstreichen. So. Rundherum nochmal. Ich muss ja nicht eine perfekte Form geben oben drauf. Kann man noch mal, kann man noch ein bisschen garnieren. So sieht meine heute aus. Schoko-Nusstorte. Viel Spaß damit. Ist ganz leicht zu machen, wie ihr seht. Ihr müsst nur ein paar gute Zutaten haben. Und ein paar Kniffe vielleicht. Ja. Mein Kanal auf YouTube heißt MD Vegan. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Und dann gibt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Und wir haben auch so eine kleine Kochschule entwickelt. Und einige machen schon mit. Diese täglichen Rezepte stehen auch für eine Methode, klein anzufangen und dann langsam Schritt für Schritt intuitiv zu lernen. Und zwar jeden Tag, wie Yoga. Ernährung ist für mich auch ein Teil meiner Tri-Yoga-Praxis. Jeden Tag ein bisschen, einen Schritt weiter.